Okay, machen wir einen schnellen Boss-Rush-Chat. Mit Bethany. Mit Bethany Spitani. Wir boosten mal kurz. Wir boosten den Start kurz mit einem geilen Item. Und dann Yalla. Gamba, please. Gamba kommt... Ah, das ist die Bibliothek. Gamba kommt immer ab der zweiten Ebene. Ich brauche nur einen Schlüssel. Ich sehe schon, komm, ich kriege keinen einzigen Schlüssel. Auf dieser gottverdammten Ebene. Kaboom. Kaboom. Shoppy? BFF? Zählt BFF für meine kleinen Geisterchen? Alter! Schwupterwusch gewonnen. Das ist not bad, ne? Okay, da haben wir einen Schlüssel. Das ist ein gutes Item, Chat. Damit können wir Speed aufbauen. Damit können wir Speed... Ach nee, das ist nur für einen Raum. Oh nein. Ich dachte, das ist für den ganzen Run. Oh, schwierig, ne? Also das blaue Buch gibt uns zweimal Herzen. Aber das bringt ja an sich gar nichts, das blaue Buch. Damit, wenn ich das Buch benutze, werden wir mal einen Devil Deal beim Boss haben, ne? Ja, theoretisch können wir mehr Flammen spawnen, ne? Mit dem blauen Buch. Aber das Ding ist halt, mit dem blauen Buch kommen ganz viele Reiter als Bosse. Und dann werden wir jetzt jeden zweiten Boss eher ein defensives Item bekommen. Und ich will ja eigentlich schnell sein. Ich brauche aggressive Items. Was ist das Buch für Dummies? Homing ist auch gut. Ja, ich weiß nicht. Homing hat halt wenig Aufladungen, ne? Damit können wir auf jeden Fall viele Geister spawnen. Und die werden vielleicht auch Homing. Ja, lass das mitnehmen. Lass das mitnehmen. Leider keine Bomben. Okay, die kleinen Geister sind auch Homing. Leider keine Bombe. Okay, let's go. So, ich habe eine kleine Armee. Alle weg. Alle tot. Ach stimmt, Gambusi. Oh nein. Nehme ich das mit? Oh, das macht halt einen Speeddown. Ich brauche Speed. Aber es gibt halt zwei Leben und wir brauchen Leben für Devil... Ne, wir kriegen keinen Devil Deal. Wir kriegen eh nur Angel Deal. Brauchen wir nicht. Trash. Okay. Let's go. Gambusi. Schauen wir den Run-Chat. Ziel ist Boss Rush. Wenn ich Boss Rush schaffe, laufen wir zu Hush. Wenn ich Hass schaffe, dann laufen wir zu Delirium. Ich gehe all in. Ich darf kein Damage bekommen. Der Angel Deal wird stark. Da ist ein Sacred Heart drin.
Damage-Up von dem Ding ist halt echt not bad, ne? Humble the Bundle. Wäre not bad. Humble Bundle immer ganz cool. No, 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 no. Hui. Hier ist der Secret-Raum, oder? So, schnell mit den Münzen schnell Humble Bundle holen. Ich gehe auch All-In, okay. Lass alle All-In gehen. So, Boss, bitte kein Damage machen. Bei mir ist nur ein Wurm, okay, der ist easy. Da kriege ich kein Damage. Er hat erstmal direkt Damage bekommen. Aber es ist der schwarze Wurm. Okay, nice. Oh, Damage-Spritze. Let's go. Sacred Heart. Damage HP ab. Okay, let's go. Run ist aktiviert, Chat. Run ist aktiviert. Wir sind drin. Das ist er. Nächste Ebene. Scheiße. Wenn ich Pech habe, irre ich hier ewig. Scheiße. Ist ganz geil, ne? Weil es schnell ist. Und dann kriegen wir zwei Bosse direkt hintereinander. Und sparen muss eine Ebene. Ist ganz gut an sich für, ne? Für Boss Rush. Um zeitlich da perfekt noch anzukommen. Scheiß auf den Raum. Keine Zeit. Ebene ist groß. Wir müssen Goldräume finden. Durchgequetscht. Gib mir Geld. Zack, zack. Ja, die kleinen Homing-Geister sind nice. Die sind nice. So, oh, Pyromaniac. Okay. Ich heile mich mit Bomben, Leute. Sprich Explosionen. Tun mir nichts. Ist ganz nice. Jetzt noch irgendwie Dr. Fetus, Epic Fetus. Und dann Abfahrt. Die kleinen pinken Geister, die schießen auch auf den Wurm, der kein Damage bekommt. Die homen noch auf den. Man kommt nie beides, ja. Wie ist es eigentlich? Werde ich meine kleinen Süßen töten, wenn ich eine Bombe lege und mich damit heile? Sterben die? Pretty fly. Hey Sora, hey Nico. Wie war Wiedersehen gestern? Ja, katastrophal. Keine Einsicht, keine Entschuldigung. Alles Clowns gewesen, die da saßen. Haben sich sogar noch weiter als Opfer dargestellt. Und ich musste Annemarie wiedersehen. Ja, aber bis zum Ende. Also Lisha hat gesagt, sie hat Aggressionsprobleme, aber Aggressionsprobleme sind ihr Markenzeichen. Und André hat gesagt, ja, ich war halt emotional und habe emotional gehandelt. Und dann haben die fast geheult, weil sie Hate im Internet bekommen. Und das war's. Ein Trauerspiel war's. Ja, stimmt. Und André hat sein Mobbing damit gerechtfertigt, weil ist ja für die Quote. Dann ist sogar Chris wütend geworden.
Scheiße, mein Angel Deal. Die gute alte Quote. Hab dich für Quote gemobbt. Die Hand. Damage up! Damage up! Ich hatte gerade auch viel zu viel Angst vor den Bomben. Muss ich ja gar nicht haben, ne? Ich bin noch immun gegen Bomben. HP up! HP up! HP up! Nehmen wir mit. Ja, und Diana war, nicht Diana, Georgina war eine Queen. Auch wenn sie ein bisschen Delulu mit ihrem Ex-Partner ist. Also sie hat mich ja verprügelt, aber wir sind seit gestern wieder zusammen. Auchi. Georgina war die ganze, in der ersten Folge rausgeflogen ist, die mit den spuckenden Partner. Dann haben die in einem Wiedertreffen haben die die Insta-Story von ihr gezeigt, wo sie darüber redet, dass er sie verprügelt hat. Ja, zeitlich bin ich sehr gut unterwegs. So gut, dass wenn der Boss Rush gut läuft, dass wir wirklich noch zu Hush laufen können. Aber für Hush muss ich noch irgendwie etwas bekommen, womit ich stark bin. Scheiße, ein Buch wollte ich nicht benutzen. Hast du die Masken? Ja, Sacred Heart oder so. Aber dafür muss ich halt kein Damage bekommen. Was ich gerade nicht verhindern kann. Weil keine blauen Herzen. Ich nehme die ganze Zeit roten Damage! Junge, fast reingelaufen. Knochen? Aber Knochenherzen kann sie haben, oder Chat? Oh. Kann ich das haben? Ey, komm schon, gib mir Geld. Knochenherzen kann sie haben, okay. Ich brauche eine Münze. Das kaufen wir uns, das ist gut für den Boss Rush. Wenn ich Damage bekomme, dann wird mein Buch aufgeladen. Das ist nice. Dann kann ich mein Buch spammen. Gib mir doch, danke! Ja, wenigstens kein Martin-Gelaber. So, das nehmen wir mit. Da ist der Boss, nice. Bitte kein Damage bekommen, ey, kein Damage bekommen. Auch beim Boss nicht, ey. Der Angel Deal könnte uns richtig hart boosten. Scheiße. Ich habe mein Schild geopfert. Für einen Angel Deal. Oh, die Urne. Ist die Urne geil auf dem Buchchat? Hm, schon? Aber dann habe ich keine Spiu-Tränen mehr. Aber durch was lädt sich das auch auf? Nur durch blaue Herzen, oder?
Oder durch was lädst du dich auf? Gegner töten? Okay, probieren wir mal aus, was das wird, ne? Eine fette, selbstgemachte Pizza, stark. Was war drauf? Alles. Es burnt! Es burnt! Hi. Komm schon. Der Flammenwerfer ist da, um Flammen zu werfen. Feuer blockt auch Tears. Gehen wir mal rein. Geile Pillen, zwei geile Pillen. Boom, Experimental Pill. Ich habe ein HP abbekommen und HP down. Moment, habe ich gerade zweimal das Hindernis gleich bekommen? Nur Gegensatz. Ich habe gerade einen Luck down, HP abbekommen und dann ein HP down, Luck up. Das sah so aus. Jungs, chill. Goldraum. Wo ist mein geliebter Goldraum? Scheiß aufs Geld. Keine Zeit. Wir müssen laufen. Zeit rennt! Er hat die Urne, kann nur 20 Aufladungen haben, wie es aussieht. Urne gegen Mega-Satan. Ja, das spawnt viele Gegner. Das wäre auch not bad bei ihm. Das stimmt wohl. So, noch was im Shop-Iki bekommen? Was Tolles? Wow! Im letzten Shop! Ich hätte lieber Geld reinwerfen sollen. Naja, egal. Naja, egal. Let's go. Ich war nicht im Goldraum, oder, Leute? Ich bin einfach gegangen. Ich bin einfach gegangen, oder? Ich war nicht im Goldraum. Okay. Weil du so ein Gottgamer bist, richtig? Genau. Wow. Was für tolle Items. Vor allem, ich werde immer stärker. Aber mein Feuer nicht, ne? Oder skaliert das Feuer mit meinem Damage? Okay, das war's. Nee, hab noch eine. Komm schon! Ich hab keine mehr. Oh, ich halte die ganze Zeit die Urne, ich bin so dumm. Ich denke mir so, hä, wieso schieße ich auf einmal so wenig Tränen?
Bosse droppen aber auch mehr Seelen. Der goldene Schlüssel einfach. Junge, der Flammenwerfer ist schon funny. Der ist schon... der lebt noch! Der ist schon ganz lustig. Vor allem, dass er auch noch die Tränen halt abblockt. Das ist halt so geil. Aber bringt das Buch mir jetzt überhaupt noch irgendwas? Ja, wahrscheinlich kommen die ganze Zeit die Geister, ne? Aber so Stunny-Geister, recht unspektakuläre Geister. Komm, Charge. Hä? Bombe nicht getroffen. Bombe nicht getroffen. Oh mein Gott, das sind Stacheln. Ich bin ein Dummbatz. Ist der Boss gerade dadurch gestorben, weil er die ganze Zeit durch die Stacheln gefahren ist? Ey, nicht verlangsamen. Das ist Cheaten. Feuer könnte auch für Hasch echt geil sein, ne? Ich muss sie halt dann nur immer bei den Fliegen oder so aufladen. Weil bei Hasch kann ich einfach stehen und alles wegblocken. Weil das geht ja durch Tränen durch. Er muss dann halt nur Fliegen öfters mal spawnen. Bleib doch stehen! Okay, Beth's Fate. Aber auch nur bei Tiers die Rune benutzen. Okay, den brauchen wir nicht. Ist Trash. Okay, let's go. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Was für Motion Sickness? Hast du VR gespielt? Legs, legs. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das für ein schrecklicher Raum? Holy shit. Ich bin hier, muss hier raus. Junge, wie soll ich die denn in der Mitte vernünftig bekämpfen? Was war das denn? Junge, das war ja komplett fürchterlicher Raum. Oh, stimmt. Kamikaze wäre ich und ich habe ja Pyromaniac. Ich habe Pyromaniac ganz vergessen. Oh lol, das wäre mega der starke Run gewesen. Mario Wizard. Das wäre übelster OP-Run gewesen, ne? Test, hast gewonnen! Ist das nicht sogar Game Break, Alter? Mit Kamikaze und Pyromaniac? Ist das nicht schon quasi Game Break? Ja, schon so. Schade. Da habe ich mal die Möglichkeit für einen Game Break. Und nimm's nicht. Ja, schade. Wäre ganz funny gewesen. Wäre auf jeden Fall ein Free Run dann, ne?
Aber damit die Non-Believer auch mal schwitzen können, ne? Ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Ja, scheiße, Mann. Ich habe an Pyromanic nicht gedacht, ey. Ja. Ja, ist dumm. Ein dummer Dummbatz bin ich. Ich war so fokussiert auf diese Laterne. Auf diese Laterne. Auf dieses Feuer. Weil mit dem Ding würde ich auch mein Feuer weglegen, ne, müssen. Ich war so fokussiert auf das Feuer. Naja, schaffen wir trotzdem. Ich flipp gleich aus! Ich bin hier weg. Sackgasse natürlich. Ja, ich hab's halt eilig und dann kommt so eine Scheiße hier. Und keiner holt seinen Cock raus, um Damage zu bekommen. Noch ein HP ab. Cool. Eigentlich muss ich meine Bomben sparen, ne? Um mich zu heilen. Ich darf meine Bomben nicht verschwenden. Für Türen. Weil mit Bomben heile ich mich. Wieso habe ich das genommen? Wieso? Kann mir das einer erklären? Wieso habe ich das jetzt genommen? Wieso nicht nachdem ich den Boss getötet habe? Kann mir keiner erklären, ne? Okay, gut. Finger. Lack ab. Brauche ich nicht. Dummer Dummbatz. Ja, ja, genau. Da sind wir wieder beim dummer Streamer, macht dumme Dinge. Bomben sparen. Und ein riesiger Wurm. Das heißt aber, die blauen Herzen bringen mir jetzt gar nichts mehr, ne? Ne, doch. Ich habe wahrscheinlich dann extra Aufladungen. Dass wahrscheinlich erst die blauen Herzen weggehen, bevor der richtige Count darunter geht. Okay. Ist nicht so schlimm, dass ich den weißen eingesammelt habe. Da kommt direkt noch einer. Sind Bomben drin? Spiel! So, da ist er. So, dann brennen wir mal die Mutti weg. Erstmal die Augen weg. Und jetzt wird Hans! Gänse Flammenwerfer! Noch ein Devil Deal bekommen. Okay. Auf geht's, Arsch. Ich habe ein paar Herzen. Und mit den Bomben kann ich mich heilen. 16 Bomben habe ich. Also 16 Mal kann ich mir nochmal ein Herz heilen. Ja, nehmen wir Control Tears. Pack a Punch. Jetzt hätte ich gerne doch den Dingens mitgenommen. Das Luck-Up-Item, ne? Vielleicht kriege ich mit Experimental Pill Luck-Up? Leider nicht. Tears Down. Schmeckt. War das nicht ein recht geiles Item, Chat? Red Stew? Das schaltet man auch mit den Hurensöhnen frei. Full Age Up plus Temporary Damage Up. Refills all hard containers, grants an enormous damage boost that wears off all over time. Das ist perfekt.
nehmen und direkt let's go. Mal gucken, wie lange es hält. Ja, mit Rock Bottom ist das krass. Dieses Boxen, Alter. Alter. Okay, das war's. Gib mir noch ein paar Fliegen oder so. Krisch, krisch. Ich muss mich nicht heilen! Scheiße, ich muss mich heilen. Man hält nur halben Hahn. Hab ihn. Boah, mit dem Setup Delirium, Leute? Ich weiß nicht. Jetzt brennt er die Scheiße. Ich sterbe gerade. Okay, he's dead. Divine Intervention. Boah, mit dem Bild, Leute? Delirium? Ich weiß ja nicht. I don't know. Ich glaube, Delirium wird echt schwierig. Imagine, ich hätte Kamikaze mitgenommen. Mann. Mann. Knappe Kiste. Ja, ich weiß nicht, ob das eine knappe Kiste wird. Ich glaube, das wird sogar mieser als eine knappe Kiste. Ich meine, ich kann mich heilen ein paar Mal mit den Bomben. Ja, aber... Die Bomben brauchen echt lange zum Explodieren. Und ich muss dann halt die ganze Zeit bei der Bombe stehen und warten, bis sie explodiert. Und währenddessen kann ich dann nicht dodgen und dann kriege ich wieder Damage. Klar, ich meine, ich habe trotzdem in dem Run jetzt natürlich Hush und Hush und Boss Rush geschafft. Das ist natürlich trotzdem immer noch schon sehr gut. Aber wäre natürlich jetzt auch ganz nett, auch den anderen mitzunehmen, ne? Ja? Oh, hier gibt's keinen Crawl Space? Das war doch... Weil wenn wir schon hier sind und die Möglichkeit haben, hier hinzugehen... Achso, nochmal. Du schon wieder.
So, irgendeine geile Spritze bekommen. Aber ja, bin selbst schuld, ne, mit der Kamikaze. Ich hatte den Sieg in der Hand gehabt. Leider kein Tiny Rock, Small Rock. Die Runs waren heute aber auch echt traurig, ey. Die waren heute echt traurig. Die waren heute echt traurig. Feinlo! Wenn du ihn in der Hand hattest, warum hast du ihn fallen lassen? Weil ich dumm bin! Willst du das hören? Nächstes Mal in den Titel nur schlechte Runs schreiben. Nein, das ist negativ. Für Negativität habe ich keine Zeit und keine Energie. Ich will nur... Arschloch! Ich wurde halt eingekerkert. Range down! Ist, glaube ich, egal mit dem Laser, ne? Obwohl... Eher so umgekehrte Psychologie. Nee, bin ich kein Fan von. Ich hasse Psychologie. Deine Psychospielchen kannst du woanders machen. Vor allem wird mir mein Feuer auch nicht so viel bringen bei Hasch. Den mit Feuer vernünftig zu treffen, wird halt echt schwierig sein. Das wird mir leider auch nichts bringen. Und auch mein Feuer dort aufladen wird wahrscheinlich eher nicht so möglich sein. Wow, die heilen die mich mehr, Chat? Heilen die mich mehr? Bin jetzt vollgefressen. Was gab's? Psychologie ist doch das, was immer so Psychose macht. Ja, genau. Irgendwie so eine Suncut wäre auch not bad. Die mich dann voll heilt komplett. Würde ich nehmen. Wie, die heilen nicht mehr? Weil die jetzt groß sind, heilen die gar nicht. Achso, du meinst, die heilen nicht mehr, sondern nicht, dass sie nicht mehr heilen. So. Du hast nicht Psychose geschrieben, du hast Psycho geschrieben. Was ist ein Psycho? Was macht die kaputte Spritze? Macht die einen random Spritzeneffekt? So wie der Pilz.
Kann ich auch die gelbe Spritze da durchbekommen und dann irgendwie ein Damage down? Nein, okay. Komm in den Raum einfach. Damage down, Range down, HP down, Judgment. Schade, hätte ich vielleicht Feuer einsetzen müssen. Emperor, Death. Ernsthaft? Keine Suncard? Die sind alle scheiße. Können die Moon-Karte mitnehmen. Dass ich mich beim Boss rausporte oder so, wenn er kommt. Shot Speeddown! Fühl den Run nicht, Chat. Fühl den nicht. Ich habe zwar viel geschafft, aber seitdem ich die Kamikaze liegen gelassen habe, habe ich jegliches Interesse an diesem Run einfach verloren. Das hat mich ein bisschen gebrochen. Wie sehr habt ihr euch auf den Kopf geslappt mit der flachen Hand, als ihr gesehen habt, wie ich die Kamikaze nicht mitgenommen habe? Meine Stirn ist rot, sehr rot. Hey, Luck ist gut. Zweimal ganz dolle. Doch, doch, ich versuche zu gewinnen, aber... Ich bin halt so ein bisschen gerade enttäuscht und frustriert von mir selbst. Okay, auch nicht schlecht. Wie alt ist das eigentlich schon? Wie alt ist das eigentlich schon? Das war irgendwie mal ein Code bei irgendeinem Horror-Game oder so. Wie Silent Hill oder so. Ich meine noch ein paar irgendwie Luck-Items und ich hätte schon an sich einen starken Bild, weil ich habe zwei gute Items, die mit Luck skalieren. Würde ich irgendwie noch an ein paar Luck-Punkte rankommen, dann wäre ich eigentlich schon recht stark. Hier ist er, oder? Oh, hinter mir. Meine Tiere sind auch so scheiße langsam, ey. Schau mal, Keggy, so easy habe ich dich kurz zum Lachen gebracht. Du bist einfach Comedian. Da ist er. Okay, oben links ist er. Griffith, Dankeschön für 29 Monate.
Wir sind schon im Void, ja. Der Run ist gerade bei 40 Minuten. Void! Es waren irgendwie echt wenig Bosse, oder? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen wieder Geld. Wir gehen kurz ein HP ab oder so abholen. Bei dem Judgment Boy. The stars has aligned. Der Radan Festival. Wow, eine Kreditkarte, Chat. So, HP ab. Karte bringt mir gar nichts mehr hier, ne? Death für ein bisschen Schaden oder so. Das weiße Herz bringt mir nichts mehr. Dann lass mal sterben, oder? Was hat das nochmal gemacht, Chat? Das hat aber irgendwas mit Explosionen zu tun, oder? Mein Handy? Was sagt mein Handy? Mein super intelligentes Schlaumeier-Handy? Poop explodes upon being destroyed. Ich meine, vielleicht haben wir Glück und der hat Poop da drin. Aber wenn wir Pech haben, ich könnte mit der Spritze. Warum explodiert schneller? Nee, das, was du meinst, ist dieser Stick da. Okay, let's go. Hier, Death. Boom. Gewonnen. Wird schon, Leute! Ich pack das! Ich bin Joshua! Unsterblich gegen den Fuß. Diese Pille behalte ich bis zum Ende. Das ist eine Full HP Pille. Full Health Pille. Jo, wie schnell der ist. Thank you.
Pimmel. Hihihi! Brauch keine Kamikaze! Am Ende des Tages werden die Believer belohnt! Junge. Nur gute Runs heute! Junge. Oh man, Star of Stern über Bethlehem. Stern über Bethlehem. So ein